Ja, hallo, guten Morgen, ich bin's wieder, der Peter. Ich bin wieder beim Walken. Ich wollte meinen kleinen Walking-Post fortführen und euch noch ein paar Sachen erzählen über das Konstrukt, über das psychologische Konstrukt Involvement. Ihr erinnert euch, ich habe gestern darüber gesprochen, wie man eine Kommunikation aufbaut und wie wichtig es ist, eine Kommunikation mit Blick auf die Zielgruppe aufzubauen. Und hier wird meines Erachtens schon am Anfang von vielen ein großer Fehler gemacht, den du nicht machen solltest. Und zwar man versucht einfach Instrumente zu mischen und sagt, naja, alles über alle. Das ist schon mal ein großes Problem, alles über alle. Ihr wisst hinterher von der Attribution nicht, was hat eigentlich gewirkt und welchem Instrument kann ich eigentlich den Erfolg zurechnen. Aber dazu an der späteren Stelle, wenn wir tiefer ins Online-Marketing einsteigen. Jetzt auf den Kommunikationsprozess zurück. Wenn ich Kommunikation aufbaue, sollte ich mir, und das ist der Tipp jetzt vom Psychologen, dann sollte ich mir überlegen, mit wem habe ich es da zu tun. Das heißt, in welchem Modus befindet sich im Zeitpunkt des Werbemittelkontaktes meine Zielperson, meine Bedarfsgruppe. Und ich nutze dazu immer als Steuerungselement, als Basis, ich nutze immer dieses psychologische Konstrukt Involvement. Was heißt Involvement? Involvement, einfach jetzt erklärt, ohne große Theorie. Involvement ist die Zugeneigtheit zu einem bestimmten Thema. Das sind die Dinge, die dich momentan interessieren. Das sind die Dinge, die auf deiner geistigen Agenda momentan ganz oben stehen und die für dich sehr interessant sind. So. Und als nächstes unterscheiden wir Psychologen, ob dieses Involvement, diese Zugeneigtheit zu einem Thema, ob dieses Involvement ein sogenanntes persönliches Involvement ist oder ein situatives. Ein persönliches Involvement liegt dann vor, das sind die ganzen Dinge, die dich interessieren als Hobby. Du gehst gern Fallschirmspringen, du gehst gern Motorrad fahren, du gehst gern angeln, du liest gern, du fotografierst gern, der andere trinkt gern gute Weine, der andere raucht gerne gute Zigarren. Das sind deine Hobbys. Und diese Hobbys beschreiben dein persönliches Involvement, das ein bisschen zeitüberdauernd ist. Ja, also wenn dir Rotwein schmeckt, dann wird dir der über die Jahre schmecken. Wenn du gerne fotografierst, wirst du als junger Mensch fotografieren, weil es dein Hobby ist. Oder eben auch später, als alter Mann, als alter Sack, wirst du auch fotografieren, so wie ich. Okay, das ist das persönliche Involvement. Und dann kennen wir Psychologen ein sogenanntes situatives Involvement. Situatives Involvement bedeutet zeitlich begrenzt. Das heißt, das Involvement-Fenster, das heißt, der Moment, wo du hochinteressiert an einem bestimmten Thema bist, kann jetzt ganz kurz sein. Dieses Involvement-Fenster kann ganz kurz aufgehen und wieder zu. Das kann aber recht groß sein. Wenn du im Supermarkt bist und du kaufst irgendein Müsli, irgendeinen Joghurt, dann ist dein Involvement nur ganz kurzzeitig offen. Du bist nur kurzzeitig interessiert an dem Joghurt. Solange, bis du den ausgewählt hast und in deinen Einkaufskorb gelegt hast. Dann ist dieses Involvement wieder weg, es berührt dich nicht und du hast es auch nicht mehr auf der geistigen Agenda. Also all diese Dinge, ich muss mein Auto zum Richten bringen, ich muss noch eine Prüfung schreiben, ich muss noch eine Anmeldung machen, ich muss dies und das noch machen, ich soll das Buch lesen. All diese Dinge, das ist situatives Involvement. In beiden Fällen ist es aber Involvement, das wir Psychologen nennen, High Involvement. Also die Person ist high involviert an einem bestimmten Thema. Das heißt, ich, Peter Fischer, ich tue gern Motorrad fahren mit einer BMW. Also bin ich high involviert. Mein Grundlevel an Informationen, an Interesse, mein Grundlevel als einem bestimmten Thema gegenüber, eben hier als Beispiel dem Motorradfahren, ist schon relativ hoch. Bedeutet später für das Basteln meiner Kommunikation und meiner Werbebotschaft, ein Mensch, der sowieso schon high involviert ist, der sowieso schon Interesse an einem Motorrad hat, der sowieso schon Interesse noch viel spezifischer an einer BMW GS hat und gerne Touren fährt. Diesen Menschen muss ich natürlich anders behandeln von seinem High Involvement als irgendjemand, den ich erst davon überzeugen muss, dass Motorradfahren auch in der heutigen Zeit noch recht viel Spaß machen kann. Also High Involvement, und wenn es natürlich das High Involvement gibt, wo die Leute hochinteressiert sind. Hochinteressiert heißt, bedeutet, damit du das jetzt richtig verstehst, High Involvement heißt, wenn ich werblich auf solche Menschen treffe,
dann muss ich eben, denkt an das, was ich vorher gesagt habe, dann habe ich auch diesen Information Overload, dieses Stampfen, dieses Schreien, dieses Impact, starke Auftreten nicht. Nein, ich kann viel leiser sein. Ich kann viel, viel leiser sein und kann mit diesen Menschen leiser sprechen, weil sie sensibilisiert sind für das Thema. Ja, das Thema interessiert sie. Sie überlegen sich und sagen, naja gut, ich bin gern Motorradfahrer. Was ist denn da Interessantes an der GS? Das muss ich mal angucken. Also das heißt, mit diesen Menschen muss ich gar nicht so laut schreien. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich das Low Involvement. Auf der anderen Seite des Kontinuums. Die Leute haben kein Interesse an deinem Produkt und an deiner Warengruppe. So ist es meistens. Es ist leider, es ist so, es ist traurig, aber die meisten Menschen haben eben kein Interesse, sind low involviert an einem Motorrad, an einer GS und sagen, das interessiert mich nicht und sowas will ich nicht. Und da ist das Interesse low. Und natürlich, wenn das Interesse low ist, dann muss ich eben versuchen, in der Kommunikation die Lautstärke etwas zu erhöhen. Aber mein Tipp, jetzt schon vorneweg, für das ganze Kodieren, das uns jetzt bevorsteht. Mein Tipp ist, geht auf die Menschen, die sowieso schon an eurem Thema interessiert sind, an eurer Ware, an euren Produkten, an eurer Dienstleistung. Es ist viel, viel einfacher. Und da liegt in diesem sogenannten People-Based Marketing aber auch die große Chance. Ihr müsst die Leute heraus selektieren, mit denen ihr diese Kommunikation führen wollt. Und mit diesen beiden Punkten, High Involvement und Low Involvement, wollte ich euch einfach zeigen, das ist eigentlich sehr plausibel, ja, das ist kein Rocket Science, dass ich, je nachdem, mit wem ich kommuniziere, kommuniziere ich mit einem High Involvierten, dann muss ich natürlich meine Kommunikation entsprechend anpassen. Die Kommunikation, die Art und Weise der Kommunikation, die Informationsdichte, die Tonality. Und wenn ich es mit jemandem zu tun habe, der eher low involviert ist, muss ich eben anders kommunizieren. Und der wichtige Punkt ist, ich muss für beide Arten, High Involvement und Low Involvement, natürlich auch andere Konzentrationspunkte, Touchpoints auswählen, wo ich mit solchen Leuten, je nachdem, ob sie high oder low involviert sind, jetzt diese Kommunikation führen werde. Also ich muss mir überlegen, wo ist denn mein Spielfeld? Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, dieses Spielfeld. Und also nehmt mit bei diesem Post, wir überlegen uns, jetzt haben wir es im Zeitpunkt des Werbemittelkontaktes wahrscheinlich mit High-Involvierten zu tun, die schon interessiert sind an meinem Produkt und zumindest an der Warengruppe. Oder habe ich es mit Leuten zu tun, die eher low-involviert sind, die noch kein Interesse haben und ich Methodiken wählen muss und auch Medien und Instrumente, um die Leute von diesem Thema begeistern zu können. Und ich habe da so ein Schema entwickelt. Das zeige ich euch noch, wie ich aus dem Involvement unterschiedliche Online-Offline-Strategien abbilden kann, herausschälen kann, entwickeln kann. Und dann macht für mich Werbepsychologie Sinn, weil ich dann eben weiß, für die unterschiedlichen Arten der Kommunikation wähle ich eben unterschiedliche Vorgehensweisen, unterschiedliche Medien, unterschiedliche Tools und eine unterschiedliche Tonality und eine unterschiedliche Gestaltung aus, um mit diesen Menschen einen erfolgreichen Beratungs- oder Verkaufsdialog führen zu können. Okay, das war's schon wieder. Ich werde noch ein bisschen marschieren und morgen schauen wir mal den nächsten Tipp. Und lasst es euch gut gehen, bleibt mir gesund. Alles Gute, euer Peter.